Klappe die erste. Lieber Moses, vielen Dank, dass wir bei dir den Geburtstag von YouTube feiern dürfen. YouTube wird heute 15 Jahre alt. Du bist als Gemeinderat auch auf der Plattform aktiv. Was bringt dir YouTube? Was machst du? Also für mich ist YouTube eine Plattform, wo ich meine Videos hochladen kann. Und nicht nur ich, sondern jeder auf der Welt kann das theoretisch machen. Und auch jeder auf der Welt kann dich angucken. Auch wenn ich natürlich eher auf Leute in der Region abziele. Und wenn ich jetzt in der Kommunalpolitik was Interessantes erlebe, zum Beispiel mit dem Bürgermeister von Brühl rede, kann ich das aufnehmen und jeder kann es angucken und hat dann vielleicht Spaß dabei, lacht, wenn wir was Lustiges sagen oder lernt vielleicht was dazu. Was ist dein Ziel mit den YouTube-Videos? Also mein Ziel ist es, mit meinen Videos über Kommunalpolitik junge Leute mit Kommunalpolitik zu erreichen, dass sie so sehen, wie es in der Gemeinderat aussieht und was man über die Kommunalpolitik alles erreichen kann. Und was gibt es generell für Formate? Also nutzt du ein besonderes Format oder ja, wie habe ich mir das vorzustellen? Also es gibt im YouTube so typische Arten von Videos, die man machen kann. Zum Beispiel gibt es den Prank, das ist sozusagen ein Streich, da spielt man anderen Leute Streiche und filmt es dann und lacht sich darüber kaputt. Oder es gibt ein Draw My Life Format, da malen irgendwelche YouTuber ihr Leben und sagen so, was für Schwierigkeiten sie in ihrem Leben hatten und wieso es ihnen heute jetzt besser oder eben schlechter geht. Und eine Art von Format ist die Challenge. Die Challenge ist eine Herausforderung zwischen zwei oder mehreren Leuten. Da muss man sich sozusagen gegeneinander antreten und dann gibt es einen Gewinner oder vielleicht einen Verlierer. Und ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht was für uns wäre. Hättest du Lust, mit mir eine Challenge zu machen? Ja, wenn es sein muss, also zu Ehren und zum Geburtstag von YouTube von mir aus. Sehr gut. Und die Challenge, die ich vorschlage, ist die Chubby Bunny Challenge. Da müssen wir Marshmallows in unseren Mund machen, immer eins, und dann Chubby Bunny sagen. Chubby Bunny ist sozusagen ein fetter Hase, weil der Mund so groß ist, ein fettes Kaninchen. Und der Mund wird immer voller. Bis einer nicht mehr weiter kann, dann hat er verloren. Und das Besondere ist, der Verlierer bekommt eine Bestrafung. Nämlich, er muss diese extrem scharfen Peperoni essen. Die sind aber scharf. Ich habe keinen Bock zu verlieren. Bist du dabei? Ich bin dabei. Okay, möge der Bessere gewinnen. Und hier sind die Marshmallows. Chubby Bunny. Also ich mache das irgendwo in den Mund und sage jetzt... Ja, einfach Chubby Bunny sagen. Du musst Chubby Bunny. Aber nicht essen, okay. Achso, jetzt bleibt im Mund drin. Ja. Genau, ja, genau. Okay. Sonst wäre es einfach. Chubby Bunny. Wie viel passen da rein? Weißt du nicht? Hat man Erfahrungswerte? Ich keine Ahnung, vielleicht schaffen wir die ganze Packung. Chubby Bunny. Schmeckt gut. Zwei, jetzt drei. Chubby Bunny. Ey, ist ja lächerlich. Chubby Bunny. Ich sehe, du bist ein Sportler. Du willst nicht verlieren. Nee, auf keinen Fall. Ich bin auch ein Sportler. Ich bin ehrgeizig. Ich verliere auf keinen Fall. Hoffentlich. Vier? Vier. Oh mein Gott, ist das schwer. Ich hätte nicht gedacht. Chubby Bunny. Achtung, jetzt doch aber ich. Ey, aber nicht essen. Nee. Also, Chubby Bunny. Nicht schlecht. Ich bin gut unterwegs. Meine Backen platzen, ich komme mir vor wie Louis Armstrong, wenn er Trompete spielt. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ich gewinne. Chubby Bunny. Also Mike, gib mal ein bisschen Gas. Isst du die? Ich muss die nur. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ich finde keinen Satz mehr wirklich. Chubby Bunny. Wir müssen nur machen. Aber wir müssen essen. Ich muss nicht auf Pixel. Rede nur weiter. Nur ein bisschen. Nächstes. Ich gewinne. Chubby Bunny.
Fanny. Fanny. Mein ganzer Mund war voll und ich glaube nicht mal, dass man überhaupt was gehört hat, als ich Chubby Bunny gesagt habe. Und genau wo man schluckt, genau da war ein Marshmallow und da musste ich lachen, weil er komisch aussah und dann, ne, ich habe verloren. Kommen wir zum letzten und dritten Akt. Die Bestrafung. Das sind die schärfsten Paparoni, die wir gefunden haben. Oh, die riechen schon richtig scharf. Riech mal dran. Mhm. Okay. Jetzt. Ah. Geht, ne? Das geht, die sind gar nicht scharf. Hey. Geht, ne? Nee. Noch eine, komm. Die sind echt nicht scharf. Zur Feier des Tages, YouTube. Die sind echt nicht scharf. Dann ist ja gar keine Strafe. Dann ist keine Strafe. Du musst auch eins essen dann. Ich muss auch eins essen. Sicher? Die sind gar nicht scharf. Also komm, ich bestrafe mich mitten. Lieb von dir, lieb von dir. Weil ich finde die nicht scharf. Ich esse auch noch einen aus Sympathie. Sympathie zu deiner Sympathie. Boah, ne, die sind mir zu scharf. Sorry. Hast du ganz gegessen? Ja. Du bist ein zu scharf. Nee, ich mach nicht weiter. Du hast doch gerade schon gegessen. Ja. Die ist weg. Oh, mir kommen die Tränen. Sorry. Es war so scharf. Ich esse noch eine dritte. Die ist mir zu scharf. Ich habe mich nur aus Sympathie mit bestraft. Oh. Scharf, ja. Aber erst bei der dritten. Es wird immer schärfer mit der Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Willst du noch irgendwas sagen, Marco? Nee, mir ist es alles zu scharf. Okay. Haut rein und alles Gute, YouTube, zum Geburtstag. Alles Gute. Alles Gute. Okay, ist schon scharf.